Das Thema heute Abend ist Konflikt, Konfliktsituationen oder das Gegenteil davon, Harmonie. Und was die Suttas so dazu sagen, das war so ein Sutta-Abend. Ich habe allerdings mehr so Zusammenfassungen vorbereitet, werde also nicht so viel aus den Suttas vorlesen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir im Mai ein Sangha-Meeting hatten mit zwei befreundeten Klöstern und haben uns da mit dem Thema schon beschäftigt und da habe ich halt das Papier damals vorbereitet und sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe verwende ich es heute nochmal. Ja, was ist ein Konflikt? Heute traue ich mich mal an eine Definition, ohne vorher Wikipedia konsultiert zu haben. Also ein Konflikt ist dann, wenn ein Ding zwei Absichten hat, die nicht deckungsgleich sind oder die miteinander widersprechen. Wobei, das ist also die allgemeinste Definition, die mir eingefallen ist, wobei Absicht im allgemeinsten Sinn zu verstehen ist. Also es gibt, Absicht bedeutet etwas, was über sich selbst hinaus deutet auf einen anderen Zustand in der Zeit, in einem Zeitablauf oder auf einen anderen Ort zur gleichen Zeit oder beides zusammen. Und normalerweise verwendet man Absicht im Sinne von Wille. Also da habe ich eben vor oder beabsichtige ich, dass ein Ding sich in eine bestimmte Richtung verändert. Das ist der Wille oder auch Handlung oder Kammer. Das ist eine Form von Absicht. Und wenn wir da verschiedene Absichten, wenn die da zusammenkommen, dann ist klar, dass dann Konflikt gibt. Also wenn der Kevin sagt, ich habe die Absicht, bis heute Nacht um 4 in die Disco zu gehen und der Udo sagt, nichts gibt's, dann ist da also ein Konflikt vorhanden, weil da zwei nicht deckungsgleiche Absichten zusammenkommen. Aber es gibt auch noch andere Absichten. Es gibt zum Beispiel Verwendungszweck ist auch eine Absicht oder Potenzial. Und da gilt aber genau das Gleiche. Also zum Beispiel eine Tasse hat das Potenzial, dass man Tee hineinfüllt. Und ich habe eine Edelstahltasse in meiner Hütte, die hat noch einen zweiten Verwendungszweck. Da uriniere ich früh hinein. Das ist sozusagen die Mönchsmedizin. Und das findet aber zu verschiedenen Zeitpunkten statt. Von daher gibt es keinen Konflikt. Aber wenn ich jetzt, nehme an, der Michael möchte sich Tee in die Tasse schütten und ich pinkel da vorher rein, da gibt es auch einen Konflikt, weil eben da eben jetzt zwei verschiedene Absichten aufeinander prallen. Und dann natürlich, eine Absicht ist immer ein Wofür. Wofür ist es da? Was habe ich damit vor? Und es gibt natürlich ein sehr grundlegendes Wofür und das ist das, ja, für wen? Wem gehört das? Also Eigentum, Besitz ist auch eine Form von Absicht. Und da ist natürlich ganz klar, wenn zwei Leute die gleiche Sache besitzen wollen, ist ein Konflikt da. Also das sind jetzt mal so ein paar grundlegende Überlegungen, was ein Konflikt überhaupt ist. Dieser Konflikt habe ich jetzt mal in drei Felder eingeteilt, aus praktischen Gründen, die sich eigentlich gar nicht so sehr voneinander unterscheiden, wie wir noch sehen werden. Aber man könnte sagen, es gibt Konflikte mit Vertretern anderer Interessensgruppen, die also was anderes, prinzipiell was anderes vorhaben als wir. Es gibt dann die Konflikte innerhalb einer Gruppe, die eigentlich dasselbe wollen. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter nach innen. Es gibt die Konflikte, die in uns selber stattfinden. Aber die haben alle bestimmte Dinge miteinander gemeinsam. Und da wollte ich ein bisschen drüber was sagen. Ich würde gern mit dem gruppeninternen Konflikt anfangen, der mir der einfachste zu sein scheint, zumindest was das Ordensleben angeht, weil da gibt's bestimmte, also innerhalb unserer Gruppe, wir haben ja die Ordensregeln zum Beispiel, die unser Leben bestimmen, aber die alleine machen es noch nicht aus, sondern das, was ich vorhin auf Pali eingangs zitiert habe, bedeutet auf Deutsch, darin sollen sich alle in Eintracht und Harmonie und Streitlosigkeit üben. Das ist der letzte Satz der Patimokkha-Rezitation, also den sollte jeder Bhikkhu schon mal gehört haben. Und ich habe immer früher gedacht, das ist so ein kleiner Nachschlag zu den Ordensregeln. Also erst wird einem gesagt, was man alles
machen soll oder nicht machen soll und dann sozusagen, ja, so wie das Amen oder und nun geht hin und übet euch. Aber in Wirklichkeit ist das ein roter Faden, der durch die gesamte Ordensdisziplin hindurch geht. Also, dass die nicht zum Selbstzweck existieren, sondern dass die eben den Sinn haben, gerade diese Harmonie und Eintracht und Streitlosigkeit hervorzubringen. Denn das Ordensleben ist ja dazu da, dass wir an uns arbeiten, dass wir uns weiterentwickeln. Und innerer Fortschritt, spiritueller Fortschritt ist halt nicht möglich in einem Umfeld, wo Streit und Zwist herrscht. Es gibt im Vinaya einen Abschnitt und es gibt auch in den Suttas den gleichen Abschnitt im, ich glaube, im Zehnerbuch des Anguttara Nikaya, die 10 Gründe, warum der Buddha die Patimokkha-Regeln erlassen hat. Und diese 10 weiß ich jetzt nicht alle auswendig, aber die lassen sich zusammenfassen in 3 Gruppen. Und zwar Eintracht im Orden, also Streitlosigkeit innerhalb des Ordens. Ein gutes Verhältnis zu den Laien, also Streitlosigkeit zwischen dem Orden und den Unterstützern und mit den inneren Verunreinigungen. Ich glaube, Asavas heißt es in dem Zusammenhang. Also diese, ja, die inneren Verunreinigungen zu überwinden. Den inneren Schweinehund, das innere Unheilsame. Und das ist natürlich genau deckungsgleich mit den 3 Betätigungsfeldern von Konflikten, die ich vorher genannt hatte. Also einmal den internen, gruppeninternen Konflikt und dann in die nach außen gehend der Konflikt mit anderen Gruppen und dann nach innen gehend die Asavas, also die inneren Verunreinigungen, mit denen man da arbeitet. Aber jetzt mal zunächst innerhalb des Ordenslebens. Wir haben bestimmte Vorgehensweisen, Prozeduren, die der Konfliktbeilegung dienen sollen. Es gibt da zum Beispiel die 7 Adhikarana Samatha-Dinge, die Bestandteil des Patimokkha sind. Und das sind also 7, man könnte sagen, legale Grundprinzipien, die da genannt werden und die sich sehr ähneln mit einem Gesetzessystem oder einem Rechtssystem, was eben ja halt auf demokratischen Prinzipien beruht und so weiter. Also eine Rechtsstaatlichkeit irgendwie im Orden. Und das erste davon ist, dass nur in Anwesenheit verhandelt werden kann, also bei alle Dinge, die im Orden zur Sprache kommen. Und das sind jetzt nicht nur Konfliktbeilegungen, das sind also auch Verwaltungsmaßnahmen oder Ordinationen oder solche Dinge, dass die nur in Anwesenheit verhandelt werden können. Man kann also nicht über andere verfügen, die gar nicht da sind. Und es bedeutet auch, dass in Anwesenheit der Grundlage, nämlich Dhamma Vinaya, verhandelt werden muss. Also, dass keine Willkürlichkeit stattfinden darf. Dann das zweite Prinzip ist, dass bei einem Streitfall der auf jeden Fall erledigt werden muss auf die eine oder andere Weise. Und die eine davon ist der Freispruch, dass also, wenn Anschuldigungen gegen jemanden vorgetragen werden, dass der wenn das nicht haltbar ist oder kein Beweis vorliegt, dass der dann freigesprochen werden muss. Also im Zweifelsfall für den Angeklagten, sagt man auch bei uns. Dann gibt's das Prinzip der Unzurechnungsfähigkeit, dass jemand nicht haftbar oder schuldfähig ist, wenn er also geistig in einem abirrenden oder nicht normalen Zustand sich befindet. Das klingt auch ziemlich modern irgendwie. Aber das sind eben Prinzipien, die schon fast 2600 Jahre alt sind. Dann gibt es das Prinzip des Geständnis. Und wenn keine Einigung da ist, ich glaube bei Streitfällen, also es gibt auch den Mehrheitsbeschluss, aber normalerweise sollen alle Angelegenheiten im Orden immer einstimmig geregelt werden. Dann gibt es die Maßregelung, weil diese ganzen Prinzipien funktionieren nur dann, wenn sich alle dran halten, weil es gibt im Orden keine Polizeigewalt oder sowas. Also man kann jetzt nicht irgendwem jemanden eine Geldstrafe aufbrummen, weil wir sowieso kein Geld benutzen sollen. Oder Erzwingungshaft oder Prügelstrafe oder sowas, das gibt's alles nicht. Ne? Wenn einer sagt, das interessiert mich überhaupt nicht,
Weil eine der Ordensregeln besagt auch, wenn man Gegenstand einer Anklage ist, dass man da nicht einfach davonlaufen kann, weil dann wird es ja wieder unmöglich gemacht, weil er nur in seiner Anwesenheit verhandelt werden kann. Aber wenn jemand sagt, das ist mir doch völlig egal, wenn jemand also so sich außerhalb des Systems stellt und so überhaupt kein Interesse an Konfliktlösung hat und kein Interesse an Harmonie hat und einfach geht, dann kann zumindest gesagt werden, okay, der hat kein Interesse, wir distanzieren uns von dem. Da sind verschiedene Maßnahmen möglich, wie sich der Orden dann von so jemandem distanzieren kann. Es kommt überhaupt, diese 7 Punkte kommen sehr selten vor, weil meistens sowas formlos geregelt werden kann. Aber es gibt Fälle, wo sowas vorkommt. Und ich weiß von zumindest zwei westlichen Mönchen, wo also eine Distanzierung stattgefunden hat, die also nirgendwo mehr Fuß fassen können und die einfach ein bisschen zu weit getrieben haben und weil sie eben kein Interesse an Konfliktlösung und Harmonie hatten. Und der letzte Punkt ist die Sache mit Gras bedecken. Also bei uns sagt man auf Deutsch eine Sache mit Gras drüber wachsen lassen. Das heißt, wenn so viel hochgekommen ist und so viel hochgekocht ist, dass man sagt, naja, die Harmonie im Orden ist jetzt mehr wert, als dass man da jetzt rausklamüsert, wer nun recht hat und wer was falsch gemacht hat, dann lassen wir einfach, jeder bekennt, dass wir was falsch gemacht haben und wir lassen da Gras über die Sache wachsen. Also das heißt wörtlich eine Sache mit Gras bedecken, weil Gras hat die Eigenschaft, dass es Gestank zudeckt. Also wer das gerne mal nachprüfen will, der kann mal in unserem Komposthaufen stochern. Das sind verschiedene Schichten Gras, die etwas Stinkendes bedecken. Ja, das waren also diese 7 Adhikaranas. Es gibt natürlich außerdem noch andere Maßnahmen oder Techniken oder Prozeduren, die zur Harmonie im Orden beitragen, also die jetzt ordensspezifisch sind. Also wir haben zum Beispiel es wird genannt Zeremonie, aber es ist eigentlich keine Zeremonie, sondern es ist eine Handlung, die natürlich formalisiert ist, aber jemanden um Vergebung bitten zum Beispiel. Das machen wir meistens, bevor wir auf Reisen gehen. Es ist auch oft üblich zum Antritt der Regenklausur, wenn man so nicht mehr so viel unterwegs ist und sich zurückzieht, dass man bestimmte Leute aufsucht und um Vergebung bittet und der die dann gewährt und auch gleichzeitig um Vergebung bittet. Also das ist etwas, was sehr viel für reine Luft sorgen kann, weil es einfach diesen Ego-Standpunkt ein bisschen aufweicht. Aber da komme ich dann noch ein bisschen dazu. Oder dann am Ende der Regenklausur die Pavarana, die Einladung zur Kritik, wo praktisch Resümee gezogen wird, was ist jetzt in den 3 Monaten, wo wir aufeinander gesessen waren, vorgefallen, dass man sich gegenseitig einlädt, Klartext zu sagen, hier, sag mir, was ich falsch gemacht habe oder was schlecht gelaufen ist. Oder auch die Kartina, zusammen eine Kartina zu nähen. Also ich kann mich erinnern, in meiner 3. Regenklausur, da war ich in einem Kloster mit mehreren westlichen Mönchen zusammen, in Wat Vananachat, und da gab es einen Mönch, wir haben es einfach nicht verstanden. Wir hatten genug Platz, um uns aus dem Weg zu gehen, aber wir haben es einfach nicht verstanden. Und dann haben wir da die Katina-Robe zusammengenäht und einfach, dass man da zusammenarbeitet, und irgendwie, das hat so diese dicke Luft geklärt und man hilft da zusammen und jeder schaut, dass man das Ding fertig macht. Also es war unglaublich, wie das unser Verhältnis innerhalb weniger Stunden verbessert hat. Also das sind lauter so kleine Dinge, die man jetzt natürlich im Alltagsleben, im Laienleben nicht so ohne weiteres kopieren kann, aber wo man zumindest mal eine Anregung bekommen kann. Ne? Zu sagen, tut mir leid, wenn man sagt, sieht, dass man was falsch gemacht hat. Ne? Das ist eins von diesen Mantras, die Zauberwirkung haben. Es gibt Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Ordens über inhaltliche Art oder in der Ausdrucksweise. Und da hat der Buddha gesagt, wenn es nur eine
Frage des Ausdrucks ist, dann ist das was Unbedeutendes. Also da sollte man sich nicht drüber streiten. Wenn es tatsächlich inhaltliche Dinge sind, dann sollte man auch nicht drüber streiten, aber dann sollte man versuchen, das zu klären. Das ist aus der Bitschima 103. Und dann, wenn tatsächlich Fehlverhalten vorliegt, dann keine übereilte Kritik zu üben, nicht also immer gleich auf den anderen losstürmen, aber auch nicht vor den Unannehmlichkeiten einer Auseinandersetzung zurückschrecken. Ist es zu erwarten, das ist eine Frage, die man sich stellen sollte, ob jetzt Kritik oder Konflikt, jede Kritik ist ja in gewisser Weise ein Konflikt, ist zu erwarten, dass das was bringt, eine Verbesserung der Situation oder nicht. Wenn es klar ist, es könnte was bringen, dann ist Kritik durchaus angebracht. Man sollte dann nicht also so konfliktscheu sein, dass man sagt, naja, lieber nicht, weil dann Grundlagen geschaffen werden, wenn man die Situation nicht klärt, dass in der Zukunft dann größere Konflikte auftauchen können. Aber wenn gesagt wird, oder wenn man überlegt und sagt, es bringt nichts, es hat keinen Sinn, dann sagt der Buddha, soll man Gleichmut nicht unterschätzen. Er hat nicht gesagt, ihr müsst jetzt dann gleichmütig sein, denn gerade in der Konfliktsituation ist es oft sehr schwierig, gleichmütig zu sein, sondern er hat gesagt, man soll den Gleichmut nicht unterschätzen. Und in dem Zusammenhang habe ich auch mal ein paar andere Suttas reingeschaut, die zwar jetzt nichts mit Konfliktlösung direkt zu tun haben, aber mit diesem Gleichmut, wo also der Buddha seinem Sohn sagt, man soll Gelassenheit entwickeln, die wie Erde, Wasser, Feuer, Wind und Raum ist. Das heißt, man soll versuchen, in seiner eigenen Praxis, das betrifft jetzt uns als Praktizierende, Festigkeit wie Erde, aber auch Flexibilität wie Wasser, das Verzehren von unheilsamen Dingen wie Feuer, die Beweglichkeit von Luft und das sich nicht stützen, sich nicht auf irgendetwas, an etwas festhalten wie der Raum. Und dass eben diese Dinge nicht durch den Schmutz beeinträchtigt werden, kommt in der Lehre da auch vor. Ne? Also die Erde ist nicht angewidert, wenn Leute Schmutz draufwerfen. Das Wasser, wenn schmutzige Dinge damit abgewaschen werden, ist das Wasser nicht gedemütigt. Und in ähnlicher Weise den eigenen Geist zu entfalten, empfiehlt da der Buddha. Auf unwillkommene Rede reagieren wie Erde, Raum, auf den man nichts malen kann, die Erde, die man nicht wegschaufeln kann, den Fluss, den man nicht leer schöpfen kann und dann diese Katzenledertasche, das ist aus dem Gleichnis mit der Säge, glaube ich. Also das waren ein paar Hinweise zum Gleichmut. Die Lehrrede an die Kosambier oder bei Kosambi, das war ja ein Prototyp des Streits im Orden. Die hat Ajahn Chattamlo beim letzten Sutta-Abend ausführlich behandelt, deswegen will ich da jetzt nicht so im Einzelnen drauf eingehen. Aber für diejenigen, die da waren, in der ganzen Lehre ist überhaupt nicht zum Thema gekommen, wer nun Recht hatte oder worum es überhaupt ging bei dem Streit. Und das ist natürlich mit tiefer Absicht geschehen, weil dadurch, dass die sich gestritten haben und nicht zur Versöhnung bereit waren, waren sie alle beide Parteien im Unrecht. Aber es kommt in der Lehre gar nicht zur Sprache, worum es da überhaupt ging. Und die gleiche Geschichte findet man auch im Vinaya, aber da muss man ganz schön suchen, um herauszufinden, worum es da ging und welche Partei nun Recht hatte. Also rein Vinaya-mäßig. Also es ging bei dem Streit, also lacht nicht, aber es ging darum, also jetzt auf moderne Verhältnisse übersetzt, wer auf dem Klo das Klopapier die Rolle leer macht, muss eine neue Rolle hinstellen. Das ist eine Regel. Und da haben welche das nicht gemacht. Also es ging da halt um Eimer mit Wasser und um Hölzchen, glaube ich. Die haben sich den Hintern damals mit Hölzchen abgekratzt und mit Wasser nachgespült oder so ähnlich. Und wir haben bei unserer internen Klosterregel gesagt, okay, dem Sinn der Regel nach gilt es bei uns, wer das Klopapier aufbraucht, stellt eine neue Rolle hin. Das ist eigentlich ein ganz selbstverständliches Verhalten. Und dann hat aber eine Partei eben das nicht gemacht und die anderen haben die dann angeklagt und keiner war bereit, das einzusehen und dann hat sich das immer mehr hochgeschaukelt. Und nachdem ich vorhin gesagt habe, darin soll man sich in Eintracht üben, in diesen Dingen,
und die nicht benutzen, um sich gegenseitig mit Worten, die Dolchen gleichen oder wie das heißt in der Lehrrede, verletzen, haben beide eben Unrecht gehabt. Wurzeln des Streits nennt der Buddha in der M104 Zorn und Rachsucht, Verachtung und Anmaßung, Neid und Geiz, Hinterlist und Betrug, übles Wünschen und falsche Ansicht, Festhalten am eigenen Standpunkt und all dieses als Respektlosigkeit und keine Bereitschaft zur Übung. Das sind alles Dinge, die woanders hindeuten. Neid, Geiz, Hinterlist, Wünsche, das sind alles Absichten, die damit verbunden sind, die dann im Konflikt stehen können. Und es sind auch diese Upakilesas oder Herzenstrübungen, diejenigen, die in den Lehrredenkreisen teilnehmen, die haben das ja, glaube ich, letztes Jahr ziemlich ausführlich behandelt. Also charakterliche Dinge, die es zu behandeln gibt. Also was über Ethikregeln hinausgeht. Also selbst wenn ich die 5 Ethikregeln als Laie einhalte, das ist sozusagen die Grundlage, um menschliche Geburt zu schaffen, die karmischen Voraussetzungen, um als Mensch geboren zu werden, sein Bestes zu tun, die 5 Ethikregeln einzuhalten. Nicht töten, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten, nicht lügen und keine Berauschung. Diese 5. Aber diese 5 reichen anscheinend noch nicht aus für Harmonie und Konfliktfreiheit. Anscheinend ist es ein Merkmal des Menschenbereich, dass man sich streitet. Ich glaube, zum Gruppeninternen soll es jetzt erstmal genügen. Konflikte von außen. Als Mönche sind wir natürlich immer besondere Projektionsfläche. Also da exotisch genug, um dass Leute ihre Hoffnungen und Wünsche und Vorstellungen und sonst was auf uns projizieren können. Und die einen sagen, wir sollen irgendwie so sein und die anderen sagen, wir sollen so sein. Also innerhalb derjenigen, die besonders bereit sind, Kritik an den Orden heranzutreten, die werden sich auch untereinander nicht einig. Ne? Das ist, die einen sagen, die Mönche sollen möglichst pflegeleicht und sollen möglichst ganz normal leben, sollen Hosen anziehen und sich ihr Abendessen selber machen und Geld benutzen. Und die anderen sagen, nein, die Mönche, die sollen also wirklich wie Heilige und Vegetarier müssen sie natürlich sein. Ne? Also da haben wir jetzt erst neulich wieder Kritik einstecken müssen dafür, dass ein Mönch möglicherweise ein Leberkäsebrötchen essen würde oder so. Und diese Kritik, die scheint, das geht jetzt eigentlich schon wieder zurück in das Gruppeninterne, die scheint immer dann herbe zu werden, je näher die Leute einem sind. Ja, wenn also Angehörige einer anderen Religion irgendwas machen, ja gut, da sind wir tolerant und schauen drüber hinweg. Und wenn aber Buddhisten was machen, einer anderen Richtung, gut, dann können wir schon ein bisschen kritischer sein. Aber je näher das uns kommt, umso konfliktgeladener scheint das Ganze zu werden. Ajahn Dhiravangso, der letztes Jahr hier die Regenzeit verbracht hat, der hat mir mal einen Witz erzählt. Da ging es eigentlich um den inneren Zwist der Protestanten in Amerika, die sich also in Gruppen und Untergruppen und Unteruntergruppen aufgeteilt haben. Und dann haben wir gedacht, na, das passt eigentlich auf Buddhisten auch. Und der geht also, den habe ich jetzt umgemodelt. Der geht ungefähr so, da treffen sich zwei Leute auf einer Brücke und schauen in den Fluss hinunter, philosophieren ein bisschen über Gott und die Welt. Und sagt der eine, ja, und in welche Kirche gehst du? Sagt der andere, na, ich gehe in keine Kirche, ich bin Buddhist. Ach, du auch? Ist ja toll. Ah, so Zen oder tibetisch? Nee, Theravada. Ah ja, prima, ich bin auch Theravada-Buddhist. Und auf welcher Grundlage? So akzeptierst du so die Kommentarliteratur? Ja, ja. Ja, ich auch, ja, prima. Und mehr so Abhidhamma oder mehr Richtung Suttas? Ah, Richtung Abhidhamma. Ja, das ist ja fantastisch, so ein Zufall, ich auch. Und so im singhalesischen Stil oder im burmesischen? Na, so burmesisch. Also so ein Zufall, das ist ja kaum zu glauben. Und so in der Linie von Mahasi oder in der Linie von Mokok? Ja, in der Linie von Mokok. Was? Und er schubst ihn von der Brücke runter und sagt, Ketzer! Okay. Nicht so lustig gewesen. Das mit den
Leberkäsbrötchen ist natürlich eine harmlose Anekdote, aber als der ehrwürdige Jana Tiloka vor ziemlich genau 100 Jahren schon mal versucht hat, in Deutschland oder in der Schweiz oder in Italien ein Kloster zu gründen, da gab es also auch Leute, die dem eigentlich von der Sache her sehr nahe sein könnten. Und da gab es also Stimmen zur Etablierung des Mönchsordens im Westen. Hat einer geschrieben, wir wollen absolut nichts mit irgendeiner unwürdigen kindischen Hokuspokus-Propaganda zu tun haben. Mit barbarischen Säulen, symbolischen Wagenrädern, Rosenkränzen, Elefantenleuchtern und ähnlichem Schnickschnack. Das hat ein italienischer Übersetzer aus dem Pali-Kanon, des Pali-Kanons 1910 geschrieben. Ein Freund von ihm, das war ein deutschsprachiger Übersetzer aus dem Pali-Kanon, der hat geschrieben, die seltsamen Ordensbrüder als unerfahrene kindische Enthusiasten machen eine großartige Sache mit ihrem Hokuspokus lächerlich. Also auch ein Übersetzer aus dem Pali-Kanon. Andere haben geschrieben, die Regeln des Ordens sind ein indisches Produkt, archaisch und aus dem Klima einer vergangenen Epoche geboren, und daher müssen sie vollständig revidiert werden. Nur Europäer sind dazu in der Lage. Jeglicher Import asiatischer Bräuche und Regeln geistiger Übung ist völlig unzulässig. Da hat noch einer geschrieben, das war so auch 1907 war das. Selbst wenn der Vinaya in seiner jetzigen Form von Buddha stammen sollte, wäre damit das Leben im heutigen London oder Los Angeles mit Regeln aus dem 3. und 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung weder praktisch noch angemessen. Der Theravada-Buddhismus hat sich für eine Welt und in einer Welt entwickelt, die heute fast komplett verschwunden ist. Das ist aus dem Jahr 2001 gewesen. Aber hat sich nicht so viel geändert. Der letzte war ein Zitat von einem, der jetzt ein Buch herausgebracht hat, wo der Orden ziemlich angegriffen wird. Und ja, der halt auch mal Mönch war und von daher der Sache ziemlich nahe steht. Und da scheint irgendwie mehr Intoleranz zu herrschen. Und jetzt will ich mal auf diese Eigenschaften für Liebe, Respekt, Hilfsbereitschaft, Streitlosigkeit, Harmonie und Einheit eingehen, die in der Sutta von die der Ajahn Chattamloy vor 2 Wochen besprochen hat, glaube ich, genannt werden. Und das eine ist Metta in Taten, Worten und Gedanken, öffentlich und privat. Und warum das genau diesem entgegenwirkt, ist, wenn wir Absichten haben, die sich widersprechen, dann muss ich irgendwie eine Position haben, die sich von anderen abgrenzt. Und Metta, liebende Güte, dieses Wohlwollen gegenüber allen, ohne Grenzen zu ziehen, ist ja genau das, was diese Grenzen einreißt, oft die Grundlage für Konflikt sind. Zugewinn teilen, das ist also diese Absicht des Besitzens, die ich genannt habe, wo die Konfliktsituation entschärft wird in dem Moment, wo ich mit anderen teile, wo ich praktisch sage, ja, was meins ist, soll auch dem anderen gehören. Ein gemeinsamer hoher Ethikstandard und gemeinsam edle, richtige Ansicht. Das ist natürlich schon ein ziemlich hoher Anspruch, ein ziemlich hoher Standard und der geht natürlich dann auch in diese innere Konfliktsituation rein. Aber an sich selber zu arbeiten, Konflikte zu lösen, leuchtet uns natürlich allen ein. Dass Metta gut ist, leuchtet uns ein, aber es werden ja noch andere Dinge genannt, zum Beispiel in der M139, das Glück der Geistesruhe kennen und danach trachten, als Mittel der Konfliktvermeidung und Konfliktlösung, Konflikt für Konfliktfreiheit. Warum das? Also einmal ist es natürlich, das Glück der Geistesruhe ist etwas, was kein ethisches Fehlverhalten hervorruft. Also Ajahn Jeff betont in mehreren seiner Vorträge, das fand ich eigentlich ganz nett, weil also in Amerika scheint es mehr Leute zu geben, die so den Zeigefinger heben und sagen, hier bleib nicht am Samadhi hängen und da hast du Anhaftung dran und das ist ganz schlecht für dich. Haben wir hier in dieser Szene nicht so, glaube ich. Aber er scheint da öfter mit konfrontiert zu sein. Also er hat in mehreren Vorträgen betont,
Das, jawohl, es gibt ein oder zwei Lehrreden im Pali-Kanon, wo der Buddha davor warnt, am Glück der Vertiefung hängen zu bleiben. Aber er hat gesagt, es ist eigentlich eine ziemlich harmlose Anhaftung im Vergleich zu der Anhaftung an Sinnesvergnügen. Denn für Sinnesvergnügen wird getötet und gestohlen und gelogen und sonst irgendwie Krieg geführt. Aber für das Glück des Samadhi hat noch keiner einen anderen umgebracht. Das kann man auch niemandem wegnehmen. Man kann es auch nicht erwerben, indem man andere belügt und so weiter. Aber natürlich auch das Glück der Geistesruhe kennen bedeutet, dass wir erfolgreich mit den fünf Hindernissen umgegangen sind. Zumindest ein Stück weit und zumindest zeitweilig. Denn Sinnesbegierde, Dinge haben wollen, das ist ja das Betätigungsfeld für Konflikt, wo eben die Absicht ist meins oder das will ich haben, mit anderen zusammenstoßen kann. Übel wollen, ganz klar, dass das eine Energie ist, die Konflikte schürt. Zweifel, der Zweifel, der im Sinne der Hindernisse ist ja nicht der Zweifel, dass man sagt, naja, ich weiß nicht so recht, sondern das ist der Zweifel, ich weiß es besser. Diese Form von Zweifel ist der Hinderniszweifel. Und dann, was gibt's noch? Rastlosigkeit. Also, ich glaube, es ist schon irgendwie nachzuvollziehen, dass ein Geist, der diese Zustände nicht mehr so hat, einfach nicht mehr so auf Konflikte aus ist. Und dann natürlich, wenn man guten Retreat hinter sich gehabt hat oder mal einen guten Meditationstag hat, dass man einfach innerlich so voll und so voller, ja, so gesättigt, dass man gar nicht mit jemand anderem streiten will. Hat man gar keine Lust, mit jemand anders zu streiten. Dann in der Lehrrede wird auch genannt, dass man richtige Handlungen und richtige Standpunkte von den Personen trennen soll, aber auch falsche Handlungen und falsche Standpunkte von den Personen trennen soll. Das heißt, wenn wir irgendetwas als falsch erkannt haben, irgendjemand macht was nicht so gut ist, dann soll ich nicht hingehen und mit dem Zeigefinger, und du bist einer der, oder du machst immer, und so in der Art, sondern dass ich einfach sage, hier ist es nicht so gut, diese und jene Handlung, dass man das einfach von der Person trennt. Das ist ja auch eine Technik, die wir anwenden können, wenn wir versuchen, Mitgefühl und liebende Güte für andere Menschen zu entfalten und haben ein bisschen Problem mit irgendwelchen bestimmten Leuten, die irgendwas gemacht haben, was ihnen selber schadet, uns schadet, allgemein unheilsam ist, dass wir einfach die Handlung von der Person trennen. Dass wir sagen, okay, das ist verkehrt, was der oder die gemacht hat, aber wir können trotzdem dieser Person alles Gute wünschen, weil die Person schafft sich ja selber Leiden durch diese Handlung. Also das waren jetzt so ein paar Dinge. Leichte Korrigierbarkeit, dass man die 16 Upakilesas, üble Wünsche, Verunglimpfen, Zorn, Rachsucht überwindet, Starrsinn, zornige Rede, Sträuben gegen Kritik, Verleumden, Tadel durch Gegentadel beantworten, Ausflüchte machen, nicht eingestehen, Verachtung zeigen, Neid, Habsucht, Betrug, Hinterlist, Arroganz, Ansichten. Das sind jetzt alles so negative Charaktereigenschaften, die aber, wie ich schon gesagt habe, durch die Ethikregeln noch nicht ausreichend abgedeckt sind. Das mit diesen Upakilesas umzugehen, ist eine Charakterschulung, die darüber hinausgeht. Also das ist nicht mehr Sila, das ist schon Panya. Also da ist Weisheit und auch Geistesschulung, Meditation gefragt, wo wir in unser Herz hineinschauen. Schauen, ist das in mir vorhanden? Oder was ich in jemanden anderen sehe, was mich stört, gibt's das in mir? Ayakima hat immer gesagt, das muss es in mir geben, weil sonst würde es mich ja nicht stören, dann würde ich es ja gar nicht kennen. Und da hat sie schon einen Punkt getroffen. Ja, ja, wir haben jetzt im Moment die Möglichkeit, das, was ich jetzt hier so schön theoretisch sage, auch in die Praxis umzusetzen. Zum ersten Mal, dass wir von außen einen Konflikt haben zwischen den Interessen von zwei Großbauern hier und dem Interesse des Klosters an der Anerkennung als religiöse Einrichtung. Da gibt es einen Konflikt, da gibt es ein Überlappen von Absichten. Und da können wir dann mal schauen,
Denn da haben wir dann mit Leuten zu tun, die keine Buddhisten sind, die also nicht unbedingt daran interessiert sind, die Dinge, die ich jetzt hier so schön vorlese, selber umzusetzen, sondern die vielleicht ja Interesse haben, den Konflikt weiterzuschüren. Weil deren Interessen durch heimliche Rede, durch falsche Darstellung der Tatsachen an andere Leute weitergetragen worden ist. Also wir haben da jetzt ein Betätigungsfeld. Heimliche Rede meiden, offene, scharfe Rede meiden, nicht hastig sprechen. Es wird auch genannt als Mittel zur Konfliktfreiheit und nicht auf einem Fachjargon bestehen. Ja. Nur so ist es richtig. Das kann auf keinen Fall was anderes bedeuten. Da in dem Zusammenhang muss ich nochmal sagen, dass ich da Dr. Hecker wirklich sehr viel zu verdanken habe in Sachen Übersetzen der Pali-Sprache, der also da immer sehr flexibel ist und schaut, was andere sagen und wie kann man das noch von verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Also diese Starrheit einfach ein bisschen weglassen und das ist auch wirklich sehr gut, um Konflikte für Konfliktfreiheit. Aber heimliche Rede, scharfe Rede, hastig sprechen, das sind natürlich Dinge, die heutzutage durch das Medium Internet sehr schwierig zu verwirklichen sind. Beziehungsweise diese negativen Dinge, die passieren einem dann sehr leicht. Ne? Auf den diversen Blogs, wo die Meinungen, sich die Leute die Meinungen gegeneinander um die Ohren hauen. Zum einen sind sie anonym, ne? Da hat jeder so sein Pseudonym. Dann tippst du das mal schnell ein und drückst auf Enter und dann ist es schon weg. Hastig gesprochen. Früher hat man Briefe mit der Hand geschrieben, da hast du das einen Tag noch liegen lassen, hast du überlegt, ob du den jetzt wegschickst. Und dann, ach nee, wie viele Briefe sind zerrissen worden, weil man gemerkt hat, das bringt es irgendwie nicht. Scharfe Rede, das war so ein ziemliches Betätigungsfeld für mich, als ich mit der Praxis der Buddha-Lehre angefangen habe, weil ich habe 5 Jahre im Kabarett gearbeitet und da wird nur dafür bezahlt. Also bist du erfolgreich, wenn du richtig gut auf intelligente Weise Worte, die Dolchengleichen, verwenden kannst. Ne? Es geht mir heute noch so, dass so spontan in mir so super gute, coole Antworten hochkommen, die ich dann immer loslassen muss. Ich kann mich erinnern, als das mit dem Internet gerade erst losging, da bin ich zum ersten Mal auf den Begriff Streitkultur gestoßen. Und das waren zwei buddhistische, beides Meditationslehrer, die sich da im Internet gefetzt haben und ich sollte da dann Stellung dazu beziehen. Ich habe auch was dazu geschrieben, aber das war dann, also ich habe da keine Partei ergriffen. War mir in dem Moment schon klar, dass also der Streit da nichts bringen kann. Richtige Ansicht, gemeinsam edle, richtige Ansicht als Grundlage für Harmonie und Einheit. Da kommen wir jetzt dann langsam auf dieses Feld der inneren Konflikte. Der klassische innere Konflikt ist ja der ethische. Ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Man möchte eigentlich ein guter Mensch sein, aber es ist nicht so einfach. Es sind unterschiedliche Absichten, ne? Also das hohe spirituelle Ideal, was man hat, will in die eine Richtung und die Tendenzen, die Begierden oder was auch immer wollen in die andere Richtung. Und der Buddha nennt da als Kraft, als spirituelle Kraft für den ethischen Lebenswandel nennt er 2. Anguttara Nikaya 2 hoch. Das eine ist die Kraft der Kontemplation, des sich vor Augen führens, was ein ethisches Verhalten oder Fehlverhalten bedeuten würde, was das für Folgen hätte. Also wenn man das auf unterster Ebene, ja, wenn ich das und das mache, werde ich von der Polizei geschnappt, dann geht's mir schlecht. Oder habe einen schlechten Ruf oder die Leute reden dann schlecht über mich, denken schlecht über mich. Und wenn man sagt, naja, und selbst wenn ich es geschickt anstelle und werde nicht erwischt, dann Karma. Also die Verantwortlichkeit für unser eigenes Tun ist ja
nach der Buddha-Lehre die Grundvoraussetzung, überhaupt jegliche spirituelle Praxis durchführen zu können. Dass wir sagen, es ist nicht wurscht, was ich mache, solange ich nicht erwischt werde, sondern es wird alles irgendwelche Folgen haben. Entweder in diesem Leben negative Folgen, wenn ich Unheilsames tue, oder zu einer schlechten Wiedergeburt führen, oder eine Wiedergeburt, die zwar einigermaßen okay ist, da zumindest dann die ins Negative, ins Schmerzhafte, ins Unangenehme modifizieren. Also das ist die Kraft des sich vor Augen führens, die Kraft der Kontemplation. Und die Kraft des, die Schulungskraft, oder wie es genannt wird, das ist dann die Ethik des von einem, der Dhamma bereits gesehen hat, der den Weg betreten hat. Der muss sich das nicht mehr vor Augen führen. Sondern der sieht unmittelbar, dass ethisches Fehlverhalten, wie es in der Lehrrede, die Ajahn vor 2 Wochen besprochen hat, wie ein Kind, das sofort zurückzieht, wenn es heiße Kohlen anfasst. Dem musst du nicht irgendwie was erklären, da muss ich nicht überlegen, ja, ist das jetzt gut, wenn ich die heißen Kohlen anfasse, oder ist das nicht so gut? Der zuckt unmittelbar sofort zurück. Und genauso ist es beim Seeker, beim Strom eingetretenen aufwärts, dass der nicht mehr kontemplieren muss, sondern der sieht unmittelbar, dass er sich jetzt selber schadet. Es wird manchmal gesagt, die Läuterung der Ethik beim Strom eingetretenen ist so, dass der nichts mehr falsch macht. Das stimmt so nicht so ganz, weil der kann trotzdem noch Dinge falsch machen, einmal aus Achtlosigkeit, Unachtsamkeit. Aber dieser Impuls, sagen wir mal jetzt was Gravierenderes, was tatsächlich ein ethisches Fehlverhalten ist, das ist dann wie gelähmt. Also da geht's nicht mehr weiter. Und deswegen tritt da eine andere Herangehensweise auch an Konfliktfälle heran. Denn was ist denn ein wichtiger Konfliktfall, ist ja, wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben. Das ist ja eigentlich ein sehr schönes Wort. Meinungen, das sind ja auch Absichten. Die deuten ja auch auf mich. Meine Meinung, die definiert meinen Platz in der Welt sozusagen. Für manche mehr, für manche weniger. Deswegen sagt ja der Buddha, Konfliktfreiheit ist, wenn man an Meinungen nicht so festhält. Aber für jemanden, der da mal noch nicht gesehen hat, gibt es keine richtige Meinung. Deswegen wird auch in der Kosambia Sutta nicht gesagt, wer nun Recht hat, weil beide Unrecht haben. Selbst derjenige, der Recht hat, hat Unrecht. Im Sinne von, er nimmt seine Ansicht her, um seinen Platz in der Welt zu definieren. Und umgekehrt jemand, der eben den Pfad betreten hat, der kann in bestimmten Dingen Unrecht haben, aber es ist keine falsche Ansicht mehr. Er kann sich irren in bestimmten Dingen, weltlichen Dingen, nicht in Bezug auf Dhamma, aber er kann sich bestimmt in Bezug auf weltliche Dinge irren, aber es ist keine falsche Ansicht mehr. Und da muss ich sagen, da ist das Training, was ich in einem thailändischen Kloster genossen habe, bin ich unendlich dankbar dafür, diese Erziehung dahin, seine eigenen Meinungen ein bisschen für sich zu behalten. Weil sie sowieso falsch sind, immer, auch wenn man Recht hat. In dem Moment, wo ich sie hernehme, um zu sagen, mein Platz in meiner Welt ist gerechtfertigt, weil meine Meinung so und so ist und ich Recht habe, liege ich schon daneben. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum in einem guten Waldkloster in Thailand man sich einfach ein bisschen zurückhält. Das ist in den westlichen Klöstern nicht ganz so der Fall. Also Westler haben immer so ein bisschen die Neigung, ihre Dittis, ihre Ansichten herauszuposaunen und dann eine Grundlage für Konflikt zu schaffen, die in dem Kloster, wo ich Mönch geworden bin und die ersten 4 Jahre verbracht habe, überhaupt nicht gegeben war. Also ich kann mich noch ziemlich gut an einen Fall erinnern, wo wir beim Nachmittagstee in der alten Sala saßen und Longpo hat irgendwas erzählt und ich war anderer Meinung und habe dann gesagt, dass ich anderer Meinung bin. Ich bin dafür nicht getadelt worden. Aber die Leute haben mich alle angeschaut, als ob hier, aber ich ein kleiner Irrer wäre irgendwie. Und ich dachte, oh, das war jetzt, glaube ich, verkehrt. Das ist ziemlich tief reingegangen. Also es ist wirklich auch nur ein einziges Mal passiert. Und dann diese
Zurückhaltung nicht aus Angst vor Tadel, weil es hat mich ja keiner getadelt, sondern einfach, weil mir in dem Moment so vorgeführt worden ist, ohne Worte, ohne richtig sichtbare Reaktion, aber es ist mir so klar geworden, dass das einfach dem Training widerspricht, seine eigenen Meinungen, seine eigenen Ansichten so wichtig zu nehmen. Und viele von diesen inneren Konflikten sind ja erst lösbar, wenn man den Pfad gesehen hat, aber um dieses Umkippen zur anderen Sicht zu bekommen, dieses Aber wegzubekommen, ist es notwendig, dass ich so nah wie möglich an den Kipppunkt hinkomme in meinem Training vorher schon. Also mit der Kraft des sich vor Augen führen, so nah wie möglich an diesen Kipppunkt hinkomme. Das heißt, meine Ethik muss einwandfrei sein. Ne? Ich kann nicht sagen, ja, dann lasse ich halt alles los, lasse ich die drei Daseinsfesseln los, die ersten drei werden zu der Banner und ist meine Ethik automatisch okay. Das funktioniert nicht so. Ich musste vorher die Ethik so weit läutern, dass ich so nah wie möglich an diesen Kipppunkt hinkomme. Muss ich so nah, weit wie möglich versuchen, meine Zweifel in Bezug auf die Lehre loszuwerden, indem ich die Lehre immer wieder kontempliere. Muss ich versuchen, so weit wie möglich meine Anhaftung an meinen Ansichten loszulassen, um dann zu dieser richtigen Ansicht umkippen zu können. Ja, deswegen die edle, richtige Ansicht als so wichtiger Punkt. Ich wollte noch jetzt mal was aus den Suttas vorlesen, und zwar, wo kommen denn diese Konflikte überhaupt her? Woher kommt denn das, dass es verschiedene sich widersprechende Absichten geben kann? Und eine, der Honigkuchen, Majjhima 18, da ist jemand, der auch Streitkultur betreiben wollte, der Sakya Dandapani. Das war jemand, der ist zum Buddha gegangen, der hat offensichtlich Streit gesucht. Denn wie wir wissen, das Hindernis der Abneigung hat was Stimulierendes. Deswegen, wenn wir versuchen, auf unseren Atem zu achten oder sonst irgendwie in der Meditation still zu werden, und dieses Kreisen geht rum, und da ist was Stimulierendes dabei, was es interessant macht, und das ist eben diese Rechtfertigung, die hinter der Abneigung steht. Und Leute, die von Streitkultur sprechen, sind eben dieser stimulierenden Wirkung der Abneigung sehr stark verfallen. Und dieser Sakya Dandapani ist also zum Buddha hingegangen, lehnte sich auf seinen Stock und fragte, na, was für eine Behauptung stellt denn der Mönch auf? Was verkündet er denn? Also ziemlich arrogant zum Buddha. Und der Buddha sagt dann, ich behaupte und verkünde solch eine Lehre, nach der man mit niemanden in der Welt streitet. In der Welt mit ihren Brahmas, Maras, Mönchen und Brahmanen, den Prinzen und dem Volk. Solch eine Lehre, nach der Wahrnehmung jenem Brahmanen nicht mehr zugrunde liegen, der ohne Bindung an Sinnesvergnügen verweilt, ohne Verwirrung, des Kummers entledigt, frei von Begehren nach jeglicher Art von Dasein. Und da konnte er natürlich nichts mit anfangen. Der hat jetzt halt irgendeine Behauptung erwartet, ne? Die Welt ist ewig oder die Welt ist eben nicht ewig. Und dann irgendwas dagegen stänkern zu können. Aber auf die Antwort ist ihm nichts eingefallen. Dann hat er also den Kopf geschüttelt, mit der Zunge geschnalzt, die Augenbrauen angehoben, bis die Stirn in drei Falten lag. Und dann ging er davon, wobei er sich auf seinen Stock stützte. Dann hat der Buddha das seinen Mönchen erzählt. Und dann fragt der Mönch, ja, aber was ist denn die Lehre, die der Erhabene verkündet, nach der man mit niemandem streitet? Wie geschieht es denn, dass Wahrnehmungen einem nicht mehr zugrunde liegen, wenn man ohne Bindung an Sinnesvergnügen verweilt, ohne Verwirrung? Und dann sagt der Buddha, was die Quelle anbelangt, durch welche die Konzepte, die von begrifflichem Ausufern geprägt sind, einen Mann bedrängen, wenn dort nichts gefunden wird, woran man sich ergötzen könnte, was man willkommen heißen könnte, woran man sich festhalten könnte, dann ist dies das Ende der Neigung zu Begierde, Abneigung, Ansichten, Zweifel, Dünkel, Begierde nach Werden, Neigung zur Unwissenheit, das Ende des Gebrauchs von Knüppel und Waffe, von Streit, Zank, Streitgesprächen, Anschuldigung, Gehässigkeit und falscher Rede. Hier hören diese üblen, unheilsamen Zustände ohne Überbleibsel auf. Und dann ging er in seine Unterkunft und die Mönche saßen da und haben nichts verstanden. Also ich habe es jetzt auch ein bisschen schnell vorgelesen, aber das ist ganz normal, ja. Also selbst die haben das nicht kapiert, worum es da überhaupt geht. Also der Buddha hat gesagt, begriffliche Ausuferung.
Wir verzweigen uns in irgendwelchen Gedankenkonstrukten. Und wenn man die willkommen heißt, dann ist es die Ursache für Streit. Und wenn man sie nicht mehr für willkommen heißt, dann ist es das Ende von Leiden. Alle unheilsamen Zustände hören auf. Gut, dann sind also die Mönche zum ehrwürdigen Mahakachana gegangen und haben gesagt, hier, kannst du uns das mal alles erklären, was der Buddha da gemeint hat? Und der hat dann gesagt, ja, warum habt ihr denn nicht selber gefragt? Und dann hat er sich aber doch breitschlagen lassen. Und dann hat er ihnen erklärt, dass der Wahrnehmungsprozess selber genau diese Quelle ist, aus der man begrifflich ausufert. Das heißt also, man hat eigentlich ziemlich schlechte Karten, solange dieser Wahrnehmungsprozess noch von Unwissenheit geprägt ist, konditioniert ist. Also das heißt, jemand, der noch kein Arahant ist, kann nicht vollkommen frei von Konflikt sein. Mit anderen Worten. Und jemand, der den Pfad betreten hat, ist frei von einigen Konflikten, aber noch nicht frei von allen Konflikten, weil er hat ja noch Anhaftung an Sinneserleben. Er hat ja noch das Gefühl, hier ist er jemand, der dieses Erleben besitzt. Nur die Ansichten, die er anderen um die Ohren hauen kann, diese Meinungsverschiedenheiten, den Zweifel, das Bezweifeln, das ist dann ausgemerzt. Und das Gleiche praktisch wie aus der bedingten Entstehungskette der Gebrauch von Waffen und so weiter hervorgeht. Remo hat übrigens recht gehabt, Giga 15. Und das Witzige war genau das Lesezeichen, war doch genau auf der Seite, die ich gesucht habe, drin. Und die Übersetzung ist von dem, der vor 100 Jahren so über den Orden schlecht gesprochen hat. Also ich zeige hiermit, dass ich nicht nachtragend bin, ja. Eine Übersetzung. Also ich muss dann die Begriffe halt anschließend nochmal übersetzen auf modernen Sprachgebrauch. Also die Bedingung des Durstes ist Gefühl. Aus Gefühl erfolgt Durst. Aus Durst erfolgt Ersehnen. Aus Ersehnen erfolgt Erlangen. Aus Erlangen erfolgt Untersuchung. Aus Untersuchung erfolgt Willensreiz. Aus Willensreiz erfolgt Anklammern. Aus Anklammern erfolgt Ergreifen. Aus Ergreifen erfolgt Eigensucht, aus Eigensucht erfolgt Festhalten. Infolge von Festhalten kommt es zu Wüten und Blutvergießen, Krieg und Zwietracht, Zank und Streit, Lug und Trug, gehen mancherlei böse, heillose Dinge hervor. Also ich werde jetzt die Reihe nochmal mit anderen Worten sagen, einfach aus dem Grund, weil Erlangen, Anklammern, Ergreifen und Festhalten, das sind halt Synonyme, ne? Das könnte alles Upadana bedeuten, bedeutet es aber nicht im Pali. Ich habe also die Pali-Begriffe nachgeschaut. Was hier passiert, ist eine Verknüpfung von der Struktur von Paticca-Samuppada, von der bedingten Entstehung, die also von Unwissen, aus Unwissen, Begehren und Leiden besteht, die zweite edle Wahrheit, könnte man auch sagen, und einer Handlung. Das gibt es ein paar Fälle im Pali-Kanon, wo praktisch die senkrechte Strukturen, die horizontale miteinander verknüpft sind. Man muss das aber auseinanderhalten. Paticca-Samuppada ist kein zeitlicher Ablauf, sondern das ist die Struktur unserer Unwissenheit, in der wir stecken. Aber an jedem Punkt dieser zwölfgliedrigen Kette können wir andocken und sagen, okay, hier fängt ein zeitlicher Ablauf ab an, der eben genau dieser Struktur unterliegt. Wir könnten sagen, unwissend begehe ich diverse Verbrechen. Oder ich könnte sagen, ich habe die Wahrnehmung, Nama Rupa, ich habe die Wahrnehmung von verschiedenen Dingen. Aber es geht bei Paticca-Samuppada darum, dass diese Wahrnehmung eben von Unwissenheit beeinträchtigt ist. Aber wenn das der Fall ist, dann kommt aus, und hier ist der Knackpunkt, ist bei Durst oder Begehren. Also wenn ich dieses Begehren nach Sinnesvergnügen, das Begehren nach Dasein und das Begehren nach Anderssein habe, dann kommen daraus verschiedene Handlungen, die heißen Suchen. Wenn ich Begehren habe, dann suche ich irgendwas, womit ich meine Lücke, die empfundene Lücke, ich bin, womit kann ich mich denn identifizieren, was bin ich denn, füllen kann. Aus diesem Suchen kommt Zugewinn, ein Erwerben von Dingen. Ich kaufe mir ein neues Auto und bin dann Autobesitzer.
zum Beispiel. Dann kommt ein Entscheiden, ein Untersuchen. Das heißt, welchen Platz nimmt jetzt dieses Teil in mir ein? Chandaraga, ein Gierantrieb. Ajosana, erpicht sein oder ein sich dahin neigen. Das heißt, ich bin dann verliebt in mein Auto sozusagen, könnte man sagen. Parigaha, könnte man als Besitz denken oder als ein Inbesitznahme oder ein Rundumnehmen bedeutet es wörtlich haben. Dann kommt Macharya, Geiz. Das heißt, in dem Moment, wo ich etwas als mein habe, dann muss ich das gegen andere verteidigen. Und dieses Verteidigen kommt dann als nächstes, Beschützen, Araka. Und das führt dann dazu, dass wir Stock und Schwert zur Hand nehmen, Streit, Zank, Debatte, Zwietracht, Schmähung und Lüge ausüben. Aber das ist natürlich irgendwie schlechte Nachrichten, wenn wir sagen, na ja, ich versuche jetzt mit möglichst viel Metta allen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Also diese zwei Suttas sagen uns praktisch, wir haben keine Chance. Aber, wie ich schon sagte, wir müssen uns den Kipppunkt annähern. Das heißt, genau diese Dinge, die der Buddha genannt hat für Streitfreiheit, so gut wie es geht, praktizieren. Und dann die Kehrseite, die positive Kehrseite davon, wenn wir für Streitfreiheit und Konfliktfreiheit und Harmonie praktizieren, praktizieren wir auch gleichzeitig in Richtung auf den edlen achtfachen Pfad. Es gibt natürlich noch andere Konflikte in unserer Praxis, zum Beispiel, dass Dinge, die wir mit dem Verstand erfassen können, vom Gefühl her, von unserem Erleben her noch nicht so richtig da sind, noch nicht so richtig greifbar sind. Zum Beispiel, eines der wichtigsten Mittel, um Streitfreiheit zu bewirken, ist die Todeskontemplation. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich jeden Moment kann es vorbei sein, bei mir oder bei den anderen, mit denen ich mich streite, dann werde ich schon mal Abstand nehmen von dem Streiten, soweit es irgendwie geht. Oder ich werde versuchen, mich so schnell wie möglich wieder zu versöhnen mit den anderen, weil ich weiß ja nicht, wie lange ich noch die Gelegenheit dazu habe. Aber aus meiner eigenen Praxis kann ich auch sagen, dass solche Sachen wie die Kontemplation des Todes schon ein Konfliktfall in sich ist, in mir. Ja, als ich angefangen habe damit, da ging es ganz flott voran, da war ich also richtig erschüttert, habe mir gedacht, oh ja, ich muss auch mal sterben. Und das hat richtig was bewegt. Und dann kam irgendwann die Phase, wo es nicht mehr so richtig weiterging. Ich dann da saß und ja, ich muss auch mal sterben, aber es war nicht so richtig echt. Und ich war damals noch lange kein Mönch, aber habe damals ja fast extremer praktiziert als heute. Ich kann mich erinnern, über die Osterfeiertage mal in der fränkischen Schweiz so ein Fuchsloch entdeckt. Also das war eine winzige Höhle, die war also nicht mal so groß wie die Asana hier und ungefähr so hoch und da 3 Tage da drin vergraben und den Eingang auch noch mit Steinen zugemacht, gerade noch so ein Atemloch gelassen. Also richtig gedacht, so jetzt probierst du mal so wie so Todesmeditation in der Höhle. Und naja, habe auch gedacht, das wäre es irgendwie, hätte jetzt schon irgendwie eine Wirkung gezeigt und dann so am Ende der Zeit dann wieder aufgemacht und in die nächste Landkneipe, ein gutes, ungespundetes, dunkles Landbier mit leichter Hopfennote und so. Da habe ich gemerkt, also so richtig toll ist die Wirkung wohl noch nicht. Ja. Und dann kam auch irgendwann mal der Punkt, wo ich dachte, es gibt's doch nicht, dass ich keine Angst mehr vorm Sterben habe. Ich bin doch noch kein, was man da halt sein muss, dass man keine Angst mehr vorm Sterben hat. Und dann bin ich in eine andere Höhle gegangen, die ich auch, glaube ich, selber entdeckt habe. Das war eine Sterbehöhle von Füchsen, glaube ich. Also da jedenfalls konnte man so auf der einen Seite gerade so reinkriechen und auf der anderen Seite war so ein Fuchsbau, so ein Gang so groß. Und dann an der tiefsten Stelle ein Riesenhaufen von Knochen. Und dann konnte man senkrecht hochklettern. Oben so 5 Meter über diesem Haufen Knochen war eine kleine Plattform, ungefähr so groß. Und da habe ich mich hingesetzt, habe das Licht ausgemacht, habe keinem Bescheid gesagt, wo ich bin. Es war auch ziemlich versteckt im Wald. Ich habe ja damals da gewohnt in der Gegend. Und kannte so die hintersten Winkel, saß dann im Dunkeln und wusste, wenn ich jetzt irgendwie einschlafe oder was, oder wenn ich da überhaupt runterfall, dann liegen meine Knochen dann bei den anderen und keiner findet mich. Und da tatsächlich, die Angst vorm Tod war noch da. Die kam dann ziemlich deutlich hervor. Tja, und hat es dann gar nichts gebracht.
Kann ich auch nicht sagen, weil ich glaube im Jahr 2001 oder was bin ich mal mit dem Zug verunglückt. Thailand. Im Sprinter bei 120 Stundenkilometer sprang der plötzlich aus den Gleisen raus. Halt schlechte Schiene. Dachte mir, oh, das ist nicht normal, das klingt nicht gut. Und dann fing der an, sich langsam auf die Seite zu legen. Das war so ein Bandam. Und ist dann in so ein, ich habe also in dem Moment gedacht, jetzt sterbe ich, jetzt ist vorbei. Und es war auch ziemlich knappe Sache, weil wenn der 50 Meter vorher aus den Gleisen gesprungen wäre, dann wäre ich jetzt nicht hier. Weil dann wäre der nämlich voll in einen quer verlaufenden Kanal, in einen Klong geknallt gegen die Böschung. Dann hätte es halt Bremsung auf Null innerhalb von einem halben Meter gegeben. Dann wären wahrscheinlich alle tot gewesen in dem Zug. Und so ist er gerade noch über die Brücke rüber und hat sich hinterher dann den Bahndamm runtergerollert und ist in einem parallel verlaufenden Schlammkanal sanft zum Stehen gekommen. Fing dann noch das Brennen an und in dem ganzen Zug sind 4 Leute nicht in Panik geraten. Ich war einer von den 4, die anderen sind ziemlich ausgeflippt gewesen, was ja auch verständlich ist. Aber da habe ich dann gemerkt, hoppla, da hat die Todeskontemplation doch was geholfen. Also diese zu wissen, okay, jetzt ist es soweit, jetzt versuche ich achtsam zu sein, versuche meine Gefühle zu kontemplieren, versuche einen heilsamen Geisteszustand zu haben, an Buddha Dhamma Sangha zu denken und solche Dinge, die waren dann da. Ja, jetzt ganz zum Schluss von Konflikten her. Derjenige, der sie dann mal gesehen hat und dann einige Konflikte schon losgeworden ist, hat natürlich einen neuen Konflikt dazugekommen. Der in der M1-Wurzel aller Dinge in der ersten Lehre in der mittleren Sammlung so schön gesagt wird mit so lapidaren Worten. Also jemand, der das Ziel noch nicht erreicht hat, aber schon in höherer Schulung ist, der noch auf die höchste Sicherheit vor dem Gefesseltwerden zustrebt, erkennt Erdelement und was auch immer, kommt eine ganze Liste von verschiedenen Dingen, unmittelbar als Erdelement. Nachdem er es so erkannt hat, sollte er sich nicht Erdelement vorstellen. Er sollte sich nicht Vorstellungen im Erdelement machen. Er sollte sich nicht Vorstellungen vom Erdelement ausgehend machen. Er sollte sich nicht vorstellen, Erdelement ist mein. Er sollte sich nicht am Erdelement ergötzen. Warum ist das so? Damit er es vollständig durchschauen möge, sage ich. Das klingt jetzt so ja, lapidar, aber das ist natürlich genau der springende Punkt. Also der Seeker weiß, dass all die Dinge, mit denen er sich identifiziert, eigentlich der Identifikation nicht taugen. Er sollte sich keine Vorstellungen damit machen, die sich auf diese Person beziehen. Er sollte sich nicht von ergötzen, das heißt, die Dinge als mein sehen oder als auf ein Ich deutend sehen. Das ist die Ajahn Chah, das gesagt, das ist eine Schizophrenie. Der Sotapanna ist eigentlich wie ein Schizophrener oder wie ein Verrückter. Also diese ansichtsmäßige Erkenntnis, dass das gefühlsmäßige Empfinden von Ich bin verkehrt ist. Dass da eigentlich nichts ist, dass man sich auf nichts stützen kann. Wie kommt man überhaupt dahin? In vielen Lehrreden wird der Stromeintritt so beschrieben, was immer entstanden ist oder was dem Ursprung unterworfen ist, ist auch dem Vergehen unterworfen, ist die Erkenntnis. Und was ist der Unterschied zum normalen Erleben, bei dem man sich an allem ergötzt und es noch nicht mal merkt, wo der Konflikt noch nicht da ist, dieser Konflikt? Wir können immer nur Dinge in unserem Erleben als vergänglich betrachten. Aber der Erlebende tritt immer einen Schritt zurück. Der steht immer außerhalb der Betrachtungsweise. Aber Vergänglichkeit als Prinzip verstanden zu haben, ist was anderes. Was immer entstanden ist, egal ob ich das betrachten kann oder nicht, ist auch dem Vergehen unterworfen. Da gibt es in dem Buch von Bodhisattva, was der Remo rausgebracht hat, ein sehr schönes Gleichnis. Also muss ich jetzt zitieren, weil besser kann man es fast nicht ausdrucken. Das Prinzip von Rundheit zu erkennen, ist unabhängig davon, dass man Kreise betrachtet. Also man kann da das Dhammarad anschauen und sagt, jawohl, das ist rund, der Kreis ist rund. Das hier ist auch rund. Das hier ist rund. Dann sind wahrscheinlich alle Kreise rund. Aber wenn ich das rein empirisch mir die Dinge anschaue, aber nicht verstanden habe, dass es
rund sein muss, weil sonst wäre es ja gar kein Kreis. Solange kann ich dem Zweifel noch nicht entrinnen. Dann denke ich, naja, vielleicht gibt es ja irgendwo einen Kreis, der nicht rund ist. Solange ich das noch nicht als Prinzip verstanden habe. Und genauso ist es, wo sich alles, was entstanden ist, als vergänglich sehen, auch wenn ich es im Einzelnen nicht betrachten kann. Ich muss es als Prinzip verstanden haben. So wie ich verstehen muss, dass Kreise eben rund sind. Das Problem, warum wir den Tod nicht verstehen, ist genau dasselbe. Weil wir können ja unseren eigenen Tod nicht beobachten. Der Heidegger, der Philosoph, der hat es eigentlich schon ganz gut, ist der Sache schon ganz gut auf die Schliche gekommen, nur er hat auch keinen Ausweg daraus gewusst. Wie gesagt, wenn wir dem Tod begegnen, wenn wir zum Beispiel anfangen mit der Todeskontemplation, sind wir erstmal betroffen. Aber es geht immer um den Tod anderer Menschen, den wir beobachten können. Unseren eigenen Tod können wir nicht beobachten. Wir können immer nur andere sterben sehen. Und das hat, glaube ich, Ajahn letzte Woche ausführlich erklärt, das nach innen zu bringen, das auf sich selber anzuwenden. Das ist die Schwierigkeit der Übung. Das Prinzip der Sterblichkeit verstanden zu haben. Nicht nur den Todesfall, den wir draußen beobachten können, sondern das Prinzip verstanden zu haben. Der Heidegger hat gesagt, dass der Tod ist eine Daseinsmöglichkeit. Das habe ich am Anfang erst nicht verstanden. Dachte ich, wieso möglich? Gibt's auch, kann ich auch mir überlegen, nicht zu sterben. Aber er hat natürlich gemeint, das, was damit ermöglicht, das Dasein wird durch den Tod erst ermöglicht. Und es ist gleichzeitig die Form des Daseins, die es beendet. Das heißt, das Erleben, der Tod kann nie zum Objekt für uns werden, sondern es ist immer nur der Modus des Erlebens, der sich verändert im Tod. Aber welche Möglichkeit haben wir denn zu verstehen, dass Kreise rund sind? Wir brauchen einen Kreis, einer reicht. Und den müssen wir uns aber ganz genau anschauen. Und dann muss dieses Kippen stattfinden, dass ich weggehe von diesem einen Kreis und das Prinzip verstehe. Genauso reicht ein toter Vogel, um das auf mich anwenden zu können. Oder beim Buddha, bevor er ein Buddha geworden ist, der auf einer seiner Ausfahrt einen Toten gesehen hat. Und das hat zumindest gereicht, dass er hat wahrscheinlich, bevor ein Buddha geworden ist, dann als Samana, als Mönch noch ein paar andere gesehen, aber als wohlbehüteter Prinz wohl nur den einen. Aber das hat dann zumindest gereicht, dass er sich auf die Suche gemacht hat. Ja, also diese Übung der Konfliktlosigkeit ist auf jeden Fall gut. Egal, ob wir nun mit anderen friedlich umgehen wollen, ob wir ein harmonisches Leben haben wollen, ob wir unsere innere Zerrissenheit damit bearbeiten wollen. Es ist auf jeden Fall, Qualitäten sind gefragt, die auch eben in Richtung Betreten des Pfades gehen und auch in Richtung erfolgreichem Abschließen des Pfades. Und der Arahant, das ist dann der konfliktfrei geworden ist, der wahrhaft konfliktfrei geworden ist. Und naja, ich hoffe, dass diese Ausführungen so ein bisschen ein kleiner Beitrag sind, dass wir alle möglichst bald diese endgültige Konfliktfreiheit erlangen mögen. Und ja, jetzt bin ich am Ende eben. Übersetzungen, die du gemacht hast, das nochmal, die hast du glaube ich alle vorgelesen. Also aus Durst erfolgt Ersehnen, Paryesana, das habe ich mit Suchen. Aus Sehnen erfolgt Erlangen, Laba, habe ich mit Zugewinnen oder Erwerben. Aus Erlangen erfolgt Untersuchung, Vinicaya, entscheiden, untersuchen, das ist ziemlich das Gleiche. Aus Untersuchung erfolgt Willensreiz, Gierantrieb, Chandaraga. Aus Willensreiz erfolgt Anklammern, habe ich mit Erpichtsein, Adjosana. Das
heißt auch auf etwas hin herabgebeugt sein, wörtlich, wenn man es in seine Bestandteile zerlegt. Also er sagt anklammern, erpicht sein. Aus Anklammern erfolgt ergreifen, Parigaha, Besitzdenken, in Besitznahme, rundum nehmen, wörtlich. Aus Ergreifen erfolgt Eigensucht und ich habe da Geiz, Macharya. Aus Eigensucht erfolgt Festhalten, also Araka festhalten, das ist nicht so glücklich. Ich habe das Beschützen, Araka heißt auch tatsächlich Beschützen. Und dann kommt es zu Wüten und Blutvergießen, wörtlich heißt das Zuhandnehmen von Stock und Schwert. Krieg, Zwietracht, habe ich Streit, Zank, das ist okay. Zank und Streit, Debatte, Zwietracht, Lug und Trug, Schmähung, Lüge, genau. Wobei also die letzten, das sind dann schon, kann man so oder so, das sind mehr oder weniger Synonyme. Nur das Problem ist halt, dass er verschiedene Wörter festhalten, ergreifen und anklammern und erlangen. Das sind alles Sachen, die so ein bisschen ähnlich sind. Während im Pali ist also das Pariyesana ist tatsächlich ein Suchen. Etwas, was ich noch nicht habe. Ich habe ein Begehren. Ich brauche irgendwas. Ich habe diese Lücke, diese Daseinslücke und ich muss mir irgendwas suchen. Das ist jetzt aber der zeitliche Ablauf. Das ist tatsächlich, ich schaue rum. Shopping gehen, was könnte ich denn möglicherweise brauchen? Ich gehe shopping, weiß gar nicht, was ich brauche, aber ich will mir irgendwas kaufen. Einfach, weil es mir dann gut geht, wenn ich mir irgendwas kaufen kann. Gibt es tatsächlich, also machen Leute. Suchen, zugewinnen, erwerben, also Labha heißt tatsächlich bekommen. Vinicchaya entscheiden, untersuchen hat auch. Gierantrieb, Willensreiz ist okay. Anklammern, erpicht sein, Ajosana. Ich habe das auch manchmal mit Anklammern. Also es geht dann tatsächlich um das hier schon. Also dann mehr als jetzt nur suchen oder also Tanha, dieses Begehren ist ja so ein Potenzial, dass ich irgendwie, was mich in alle möglichen Richtungen schicken könnte. Aber das Anklammern ist ich habe schon was. Also mein Begehren hat sich schon an einem bestimmten Punkt festgemacht und das will ich jetzt festhalten, das will ich jetzt nicht mehr loslassen. Da will ich eine Beständigkeit reinbringen. Also Fritz Schäfer übersetzt, glaube ich, schützend abriegeln. Ja. Schützend abriegeln. Ja, genau. Ja, ist auch gut. Dann das Parigaha ist also rundum umnehmen. Ja. Ja, man könnte auch das Parigaha als abriegeln. Also das eine ist mehr die innere Haltung, das andere ist dann tatsächlich die Handlung, die daraus erfolgt. Und dann Araka, das bedeutet dann tatsächlich schützen. A ist eine verstärkende Vorsilbe. Aber das Araka dann im Sinne schon von verteidigen schon fast. Also tatsächlich verteidigen mit der Waffe in der Hand. Und das folgt ja dann anschließend. Also wie es halt so abläuft im alltäglichen Leben. Ganz genau. Ja. Sinnesvergnügen. Dafür werden glatte Festungsmauern bestürmt und die Leute werden unter schweren Gewichten zermalmt und unter siedendem Öl. Also da ist bestimmter Konflikt vorhanden. Ich sage nur Windkrafträder. Ja, ja, aber letztendlich lässt sich alles auf die Unwissenheit zurückführen. Und ja, ich habe jetzt vorhin ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet, mit diesem äußeren Konflikt, aber die einzige Chance, die wir tatsächlich haben, ist unsere eigene Position. Ne? Weil wir können den anderen nicht sagen, hier, ihr müsst euch an die 7 Adhikaranas des Ordens halten, weil es interessiert die nicht, oder ihr müsst jetzt Metta machen, interessiert ihr auch nicht. Man muss wirklich schauen, wie es in einem selber ausschaut und dann, ja, wenn alles nichts hilft, den Gleichmut nicht unterschätzen.